Moin Leute, ich war auf eBay shoppen gewesen und habe mir einen Funktionengenerator geholt, aber nicht diesen hier, sondern so einen. Es ist ein Kit zum selber zusammenbasteln, dafür habe ich ca. 1,50 Euro bezahlt, inklusive Versand. Also ich dachte, das Risiko kann ich locker eingehen. Soll ein Funktionengenerator für niedrige Frequenzen gedacht sein, also für maximal, soweit ich weiß, stand in der Beschreibung 5 kHz. Soll aber auch alle gängigen Funktionen ausspucken, also Dreieck, Rechteck und auch Sinus. Und rein analog ist diese Schaltung. Wir haben also hier keinen Mikrocontroller, wo wir dann unsere Frequenz einstellen, sondern wir stellen dann die Frequenz wahrscheinlich dann über diesen Putty ein und über bestimmt irgendeinen Schalter oder ein Jumper dann welche Funktion Ausgang, oder vielleicht auch sind da mehrere Pins und an diesen Pins liegen dann die jeweiligen Funktionen an. Werden wir nachher schauen. Kommt aus tiefsten China, aus Shenzhen. Ich finde, für 1,50 Euro, ich weiß nicht, womit die Leute ihr Geld verdienen. Hier ist noch ein zweites Tütchen, das ist sehr schön. Und eine PCB. Eine einseitige Leiterplatte mit Bestückdruck. Das ist schon mal sehr schön. Das ist der Hauptchip ICL8038. www.66kvcn. Ich habe diese Seite nicht angeguckt, also wenn ihr wollt, könnt ihr das mal abtippen. Ich habe keine Ahnung, was da einen erwartet. Aber schon mal sehr schön, also hier ist beschriftet, was hier alles drauf kommt. Also beim Zusammenbau braucht man dann nicht unbedingt eine Anleitung, obwohl eine Anleitung mitgeliefert wurde. Einer vollkommen verständlichen Sprache. Also 8038 kann ich lesen. Aber das ist wohl die Bill of Material, also die BOM oder die Parts List. Also was alles dabei ist. Das ist der Haupt-IC, das wird ein analoger IC sein. Also ein analoger Funktionengenerator-IC. Schauen wir uns nachher an, was das für einer ist. Mir sagt die Partnummer nichts. Ich bin aber auch kein Experte, was Funktionengenerator-ICs angeht. Die PCB 45x60mm. Okay. Und schon mal eine Schaltung, was schon mal sehr praktisch ist. Viel ist hier nicht drauf. X2, X3. Sollen das die Ausgänge sein? Und irgendein Schalter. Und das ist wohl der Putty, der dann die Frequenz einstellt. Also viel ist da nicht dabei. Also eine sehr einfache Schaltung. Das sind die Bauteile. Also das ist ein zweiter Putty, also hier sind zwei Putties, drei Putties, ein Umschalter und der IC. Holen wir mal die Sachen raus. Die Tüte ist schon eingerissen. Hatte sie also schon mal jemand aufgemacht? Oh nein, stellt euch mal vor, das ist bereits eine zurückgeschickte Retourware. Oh nein, da müsste ich doch mein Geld zurückverlangen. ICL 8038. Lasst uns mal nachschauen, was das für ein IC ist. Ich habe mir das Datenblatt für diesen IC ausgedruckt und wie vermutet, ja, es ist ein Waveform Generator, also sprich, es ist ein Funktionengenerator IC, der Rechteck, Dreieck und Sinus ausgibt. Das heißt also, der hat einen Sinus-Converter drin. Eingebaut. Also scheint ein populärer IC zu sein. Wie gesagt, ich kenne den nicht. Es gibt aber eine Wikipedia-Seite für diesen IC,
Frequency Range 300 kHz. Auf der Beschreibung für diese Board stand 5 kHz. Mhm. Das ist, vielleicht kann man das Board dann nochmal modifizieren, wenn man möchte. High Level Output TTL bis zu 28 Volt. Und da Low Distortion, 1% Low Distortion bei Sinusausgang. Das ist schon mal eine spannende Sache. Ich habe mir, also hier sind die ganzen Parameter, ich werde dieses Datenblatt nachher nochmal verlinken im Video. Was hier mir auffällt, also im Datenblatt steht schon Obsolete Product, No Recommended Replacement, also das Datenblatt ist von Renesas, oder Renesas, also ein japanischer IC-Hersteller. Und dieser IC ist abgekündigt und zwar schon seit einiger Zeit. Ich finde es interessant, dass man für 1,50 Euro diesen IC in diesem Kit bekommt. Das finde ich schon mal spannend. Das heißt, wenn man diesen IC braucht, man hat Schwierigkeiten, man wird Schwierigkeiten haben, den zu bekommen. Und ehrlich gesagt, es wäre wahrscheinlich einfacher, einfach dieses Kit zu kaufen, diesen IC zu nehmen, falls es überhaupt ein richtiger, also ein nicht ein gefälschter IC ist. Aber ich habe das Gefühl, dass sie den irgendwo gelagert haben. Vor allem irgendwie scheint bei diesem Pin hier schon mal eine Verkrustung sich zu bilden, also eine Oxidation sich zu bilden. Also der scheint wohl älter zu sein. Date Code kann ich jetzt hier gerade nicht entziffern. Könnte das 2006 sein? Also schon 11 Jahre. Und hier hinten habe ich ein Blockschaltbild gefunden, oder eigentlich schon kein Blockschaltbild mehr, sondern eine interne Verschaltung. Und interessanterweise, der funktioniert genauso wie auch ein großer analoger Funktionengenerator. Also wir haben die gleichen Module drin, also den gleichen Aufbau. Es gab hier, ich guck mal, ob das hier ein vereinfachtes Schaltbild gibt. So, wir haben hier am Anfang ein sehr vereinfachtes Blockschaltbild, das reicht ja eigentlich schon aus. Genau. Wir haben hier zwei Ströme, also ein Strom von I und ein Strom von 2I, also einen doppelt so hohen Strom, und einen Kondensator, der aufgeladen bzw. entladen wird. Und wie der funktioniert, also das ist ein recht einfaches Prinzip, und so funktionieren auch die alten analogen Funktionengeneratoren. Wenn dieser Schalter hier offen ist, dann lädt dieser Strom I diesen Kondensator auf, das heißt, die Spannung steigt linear, es ist ja ein konstanter Strom, also die Spannung steigt dann linear. Das wäre dann bei dieser Sägezahnfunktion diese ansteigende Flanke. Und wenn dann diese Flanke eine gewisse Höhe erreicht, dann schaltet ein Flip-Flop. Also über einen Komparator wird die Höhe der Spannung gemessen. Wenn die Höhe dann einen gewissen Wert erreicht, schaltet ein Flip-Flop diesen Schalter ein. Und schon fließt hier ein Strom von 2i, also dem doppelten Strom, in diese Richtung und entlädt diesen Kondensator. Diese beiden Ströme werden dann aufsummiert, also dieser Kondensator lädt den Kondensator auf mit Strom I, und dieser entlädt den gleichzeitig mit Strom 2I, also doppelten Strom. Das heißt, insgesamt fließt hier ein Strom hier nach unten mit der Größe von 1I. Das heißt, der Kondensator fängt an, sich zu entladen mit der gleichen Geschwindigkeit, und zwar linear. Und wird dann negative Flanke erreicht, also ein zweiter Komparator, der das überwacht, dann wird der Flip-Flop nochmal getriggert und der Schalter geht auf. Also letztendlich, wir haben hier zwei Komparatoren, die Spannung überwachen, und dann Flip-Flop, der diesen Strom von 2i entweder zuschaltet oder abschaltet und so den Kondensator entweder auflädt oder entlädt. Wir haben dann nachfolgend, können wir diese Dreiecksspannung direkt abgreifen über einen Verstärker. Also das ist auch bei der Reparatur dieses Generators haben wir genau diese gleichen Blöcke dort auch gehabt. Wir haben also diese Dreieckspannung, die ging dann in einen Verstärker.
rein und anschließend konnte man sie direkt abgreifen. Oder diese Spannung ging in einen Sinus-Konverter, wo dann über eine Diodenschaltung diese Dreieckspannung in eine Sinusspannung umgewandelt wurde. Darauf gehe ich dann nochmal später zurecht drauf ein. Und gleichzeitig konnte man diese Komparatorausgänge bzw. diesen Flipflop in diesem Fall direkt abgreifen, der dann eine Rechteckspannung erzeugt. Das heißt, jedes Mal, wenn hier das Umschalten des Schalters stattfindet, wechseln wir von einem hohen Flanke zu einer niedrigen oder umgekehrt, von einer niedrigen zu einer hohen. So werden schon mal diese drei Funktionen generiert. Bei diesem Funktionengenerator oder auch bei den meisten aus der Zeit gab es noch asymmetrische Funktionen, zum Beispiel Sägezahn oder auch Pulsfunktion, und die wurden dann ganz einfach dadurch generiert, dass man diese Ströme dann nicht eben, dass man den zweiten Strom nicht eben das Doppelte des ersten Stromes nahm, sondern eben ein Vielfaches, zum Beispiel das zum Beispiel den fünffachen oder zehnfachen Strom nimmt zum Entladen des Kondensators oder auch umgekehrt, sodass man dann eine asymmetrische Sägezahnfunktion bekommt. So, das ist der vereinfachte Aufbau, und hier ist dann nochmal für die Leute, die es ganz genau wissen, etwas exakter aufgeschrieben. Wir haben also hier unsere Stromquellen. Wir haben hier den Kondensator, den wir aufladen oder entladen. Wir haben hier diese Komparatorschaltung, den wir direkt abgreifen können über ein TTL-Signal. Es ist also anscheinend, das heißt, wir können dieses Dreiecksignal nicht direkt mit einem Oszilloskop nachher messen, sondern müssen das etwas aufwendiger abgreifen können. Das ist ein bisschen schade, dass man das nicht direkt mit einem Push-Pull-Ausgang versehen hat. Dann haben wir hier, also hier sind die Komparatoren, hier ist auch alles beschriftet, sehe ich gerade, Komparator. Und hier haben wir den Verstärker für die Dreiecksfunktion, und hier den meisten Teil der Schaltung nimmt dann die Sign-Shaping-Module oder Sign-Converter ein. Also diese Schaltung macht aus dem Dreieck ein Sinus. Und diese Schaltung ist interessanterweise komplexer als bei diesem Generator hier. Hier waren nur einige Vorwiderstände und Dioden involviert, und hier etliche Transistoren mit Vorwiderständen. Aber diese Schaltung funktioniert auf dem gleichen Prinzip. Letztendlich diese Dreiecksfunktion, die liegt ja an diesem Punkt an, und nach diesem Widerstand ist es schon ein Sinus. Letztendlich diese Schaltung macht nichts anderes, als dass sie diese Spannung, diese Dreiecksfunktion zum Einbrechen bringt. Ich skizziere das mal ganz, ganz schnell. Also wir haben also unsere Dreiecksfunktion, die dann, sagen wir mal, so aussieht. Und diese Schaltung, ich muss mal eine andere Farbe raussuchen, diese Schaltung aus diesen Transistoren macht nichts anderes, als dass sie an einem gewissen Punkt, wenn die Spannung, verläuft die Spannung erstmal linear, dann bricht sie ein bisschen ein, dann bricht sie ab einem gewissen Punkt, also einer gewissen Spannungshöhe, bricht sie ein bisschen ein. Wenn die Spannung noch weiter steigt, bricht sie noch ein bisschen ein. Das heißt, die Steigung, die wird immer, immer flacher. Bis ganz am Ende ist die Steigung dann wieder Null. Und dann kommt das Ganze umgekehrt. Und so wird quasi ein Sinus generiert, indem die Steigung dann immer flacher wird. Man sieht das hier ungefähr, also es ist eine kompliziertere Schaltung, dadurch, dass hier Transistoren sind, aber wir haben einmal den oberen Transistoraufbau für die positive Flanke und den unteren für die negative Flanke, und man sieht, dass die Ausgangsfunktion hier immer an den Emittern der Transistoren anliegt. Die liegt immer an den Emittern an, und die Kollektoren, die liegen immer an einer festen Spannung. Hier, das ist die Versorgungsspannung in diesem Fall. Und letztendlich, diese Transistoren, die werden dann leitend ab einer gewissen Spannungshöhe und bringen sozusagen diesen Punkt dann zum Einbrechen. Also zuerst
wird der eine Transistor leiten, dann der andere, dann der nächste und dann der nächste. Das sind also 1, 2, 3, 4. 4 Transistoren sozusagen pro Halbwelle. Ich meine die negative Halbwelle, die positive Halbwelle. Das heißt, also unsere Dreiecksspannung bricht in ihrer Höhe jeweils viermal ein pro Halbwelle und so wird dann quasi ein Sinus generiert. Natürlich, wenn man dann genau betrachtet, ist es dann nicht runder Sinus, sondern der hat gewissen eckigen Verlauf. Wir können mal hier schauen, ob wir das am Oszilloskop sehen können. Ich vermute mal eher nicht, aber können wir schauen, weil interessanterweise diese Schaltung, wo man diese Dreieckspannung langsam zum Einbrechen bringt, also zum Einknicken bringt, funktioniert erstaunlich gut. Also man kann mit wenig Komponenten einen erstaunlich guten Sinus erzeugen. Aber ich bin da kein Experte, deswegen will ich da nicht ins Detail eingehen. Nur diese Spannung ist, diese Schaltung ist bekannt und ist also ist in der Literatur gut bekannt. Nur ich bin kein Experte von Funktionsgeneratoren und kann da nicht mehr zu sagen. Kommen wir zu den Bauteilen. Ich würde sagen, wir bauen die erst einmal alle zusammen, alle hier rein und schauen, wie das Endergebnis funktioniert. Der Generator ist fertig gelötet. Diese Abstandsbolzen habe ich von mir genommen. Das waren keine inbegriffen in dem Set. Das Board ließ sich relativ einfach löten. Einzig hatte ich das Gefühl, dass das Lötzinn auf diesem Board nicht besonders gut verläuft. Was mir nicht gefallen hat bei diesem Socket, bei dem Sockel für den Chip, sind hier die unbenutzten Beinchen überhaupt. Oder sie haben keine Lötpads. Das finde ich schade. Also vor allem aus Stabilitätsgründen hätte man doch hier einfach nur Lötpads, zusätzliche Lötpads vorsehen können. Aber nun gut. Die Leitung habe ich hier angebracht. Ich habe das Teil noch nicht mit Spannung versorgt. Das ist der IC. Ist wahrscheinlich passt der hier erstmal gar nicht drauf, genau. Da muss man nämlich noch zurechtbiegen. Also die Beinchen bei den IC sind normalerweise immer etwas gespreizt. Das ist in Ordnung so. Auch hier aufpassen, dass diese Notch sozusagen, also diese Delle mit der Delle auf dem IC übereinstimmt. Sonst hat man ein Problem, weil diese ICs, wenn sie einmal falsch drin sitzen, ohne ein entsprechendes Werkzeug sind sie nicht immer einfach rauszubekommen, ohne dass man die Pins dabei verbiegt. So, der IC sitzt. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man den jetzt mit Spannung versorgt. Ich mache das jetzt mal. Ich hoffe, ich habe keine Bauteile verpolt oder so. Aber sieht es einmal einigermaßen gut aus. Ich habe jetzt ein 12-Volt-Netzteil, das ich jetzt einstecke. Es gibt eine Leuchtdiode. Ich vermute, die soll mal anzeigen,
ob das Gerät mit Spannung versorgt wird. Und das scheint sie zu tun. So, was gibt es Schöneres, als einen Funktiongenerator zu testen mit einem Lautsprecher? Das versuchen wir mal. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich dabei davon taub werde. So, hier gibt es ja mehrere Ausgänge. Wir haben hier Rechteck, wir haben hier Dreieckspannung und wir haben hier Sinus. Ich schließe das gleich mal auf den Sinus an. Ich höre schon ganz leichten Ton. Es ist aber nicht laut. Es ist ganz leicht. Ich weiß nicht, kann man das auf der Kamera wahrnehmen? Ich hoffe, dass man das lauter machen kann. Der Poti macht nichts. Ich vermute, da sind irgendwelche Justierpotis. Also da sind keine. Achso, mit dem Schalter kann man die Frequenzen umschalten. Also laut ist das nicht. Ich versuche mal die Sägezahn. Nicht die Sägezahn, Dreieck. Da höre ich gar nichts. Ich habe das auch so ein bisschen vermutet. Wir können das mal nachher prüfen, falls wir noch Zeit haben. Hier gibt es keinen richtigen Ausgangsverstärker. Also wir haben hier einen Buffer, der diese Dreieckspannung verstärkt. Aber dann, bei dem Sinuskonverter, gibt es danach keinen Buffer. Und man merkt euch hier bei dem detaillierten Schalter, dass hier schon ein K-Widerstand als Ausgang ist für die Sinusspannung und plus, dass die Spannung hier dann natürlich noch einbricht und hier Dreieck sollte eigentlich relativ gut von der Leistung her sein, also das geht ja direkt nach dem Buffer, aber irgendwie kann ich nichts hören. Das ist ja auch kein Open Drain Anschluss wie bei der Rechteckspannung. Oder war das der falsche Eingang? Nee, war schon richtig. Nur bei Sinus kann man ganz leicht was hören. Ich habe jetzt den sogenannten Funktiongenerator an ein Oszilloskop angeschlossen und hier sehen wir deutlich, warum wir am Lautsprecher nichts gehört haben. Hier unten ist die Nulllinie. Also hier haben wir 0 Volt. Sorry, die Kamera. Na, hallo. Und wir sehen, dass wir einen ganz großen DC-Offset haben. Wir haben also ungefähr einen Offset von 6 Volt, also die Hälfte der Spannung. Und ich kann die Amplitude der Sinusfunktion hier nicht verändern. Also wir haben hier einmal die Frequenz, die wir hier einstellen können. Einmal die niedrige Frequenz und einmal die hohe Frequenz. Und die anderen Potentiometer, die ich hier noch drauf sind, das ist, sind sozusagen für die Kalibrierung. Einmal ist das der Poti, mit dem man die Sinusspannung justieren kann, also die Reinheit des Sinussignals. Und einmal gibt es dann Potentiometer, mit dem man die sozusagen die Symmetrie der Spannung einstellen kann. Aber ich kann mit keiner Möglichkeit hier auf 0 Volt runtergehen. Wir haben also hier einen Funktiongenerator, der eben nicht, also der einen sehr großen Offset hat und bei dem man die Amplitude nicht einstellen kann. Letztendlich ist es so, als solches ist dieser Generator dann nicht zu gebrauchen. Ich habe mich deswegen auch gewundert, weil es gab hier bei den Bauteilen keine weiteren Transistoren, also sprich hier ist keine Verstärkungsschaltung drauf. Das heißt, wir greifen hier direkt den Output des ICs ab, was erst einmal ja nicht schlecht ist. Für 1,50 ist es immer noch nicht schlecht, denn man kann selber nämlich eine Verstärkerschaltung hier bauen oder man muss eigentlich eine Verstärkerschaltung bauen, die dann mit einer positiven, negativen Spannung ausgeben kann und die den Ausgang dieses ICs dann entkoppelt, sodass wir also
sodass der DC-Anteil weggefiltert wird, also kapazitiv entkoppelt und dann eben verstärkt, sodass auch der Ausgang des der Verstärkerschaltung dann auch einiges treiben kann. Vielleicht gibt es da auch was bei eBay zu kaufen, die man dann in Serie dazu schaltet. Und dann würde man dann einigermaßen ein gutes Signal bekommen. Was man hier natürlich auffällt, ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen oder wenigstens ein bisschen erahnen. Dieser Sinus ist kein richtiger Sinus. Also man merkt, dass hier oben hier so eine kleine Spitze hat und unten auch so eine kleine Spitze. Das kann man auch durch das, das kann man auch nicht wegkalibrieren. Die Spitze bleibt. Und dieser Sinus ist eben gebaut oder entstanden aus einer Dreiecksfunktion, wobei die Steigung der Flanken dann immer kontinuierlich einbricht, viermal pro Halbwelle. Man kann das nun mal die Dreiecksfunktion hier übereinander legen, um das deutlicher zu sehen. Oder ich mache das mal am Ostsee direkt. Wir machen mal AC-Entkopplung bei beiden Kanälen. Bringen die mal nach oben und dann verstärken die mal ein bisschen. Hoffe, dass man das dann ein bisschen besser sehen kann. Also ich kann das in live oder mit meinen Augen etwas besser sehen als auf der Kamera. Aber ich hoffe, man kann das ein bisschen erahnen, dass hier zum Beispiel in diesem Bereich der Sinus eigentlich eine gerade Linie ist und hier weiterhin ebenfalls noch eine gerade Linie und auch da eine gerade Linie, also er geht hier ungefähr hier in der Mitte, hat er die gleiche Steigung wie die Dreieckfunktion, dann bricht er hier ein bisschen ein, dann bricht er hier noch mal ein bisschen an und hier dann noch mal ein bisschen an und dazwischen sind das halt gerade Linien. Das ist kein gleichmäßiger schöner Sinus. Wir können mal gucken, wie der Sinus aus diesem Generator dagegen aussieht. Ich habe jetzt an das Ostsee den Ausgang des HP-Funktiongenerators angeschlossen. Das ist die blaue Kurve. Und obwohl das subjektiv ist, aber für meine Augen sieht die blaue Kurve deutlich nach einem gleichmäßigeren, runderen Sinus aus als diese gelbe Kurve, die doch deutlich eckiger ist. Auch obwohl ich hier auch zu glauben scheine, dass ich an der Spitze des Sinus ein kleines Dach sehen kann, wobei hier das natürlich deutlich höher ist. Und hier sieht man diese geraden Verläufe, also diese Einbrüche der Dreiecksspannung sieht man hier doch relativ deutlich. Wobei hier wir ein, wie ich finde, schöneres Sinus haben. Ist aber jetzt subjektiv betrachtet, man müsste das letztendlich spektral zerlegen, um die beiden Sinus nochmal anzuschauen. Was kann man abschließend sagen, lohnt sich dieses kleine Modul für 1,50? Wenn man kurz was nachmessen muss oder kurz was machen muss und dafür einen Funktionengenerator braucht oder eine Schaltung, die einem Sinus oder eine Dreieckspannung erzeugt, kann ich dieses definitiv nicht empfehlen, weil wir hier ein rohes, unverarbeitetes Signal haben. Wir haben hier diesen Offset, also 6 Volt Offset, und die Amplitude können wir gar nicht justieren, können wir gar nicht einstellen, die ist also fixed. Wir können also dieses Modul nicht als Funktiongenerator benutzen, also als vollwertigen Funktiongenerator schon mal gar nicht, aber nicht einmal als Ersatz eines Generators, denn hier fehlt definitiv noch eine dahinter geschaltete Verstärkerschaltung, die man entweder selbst baut oder vielleicht auch bei eBay bestellen kann. Ich habe nicht geguckt, ob es da was gibt. Ohne eine Verstärkerschaltung, wo wir die Amplitude einstellen können und die uns den DC-Anteil wegfiltert und die auch die Impedanz des Ausgangssignals deutlich reduziert. Wir haben hier beim Sinus 1 Kilo Ohm Ausgangsimpedanz. Das heißt, wenn wir das Sinus belasten, bricht das sofort ein. Eine Verstärkerschaltung würde auch dieses Problem beseitigen. Das heißt, nur in Kombination mit einer Verstärkerschaltung würde dieses Modul als ein Funktionengenerator sich eignen, obwohl wir dann immer noch das Problem hätten, dass der Sinus hier nicht sehr rein ist. Also wir haben hier diesen etwas, sage ich mal, eckigen Verlauf des Sinus. Das würde eine Verstärkerschaltung nicht wegfiltern können.
Und wir haben hier auch das Problem, dass wir an diesem Poti ja nicht sehen können, welche Spannung hier eingestellt ist. Das heißt, ohne ein Oszilloskop können wir diese Spannung ja gar nicht sehen. Selbst bei solchen alten Funktiongeneratoren kann ich ja hier einstellen, welchen Verlauf ich hier habe. Okay, das kann ich natürlich hier auch sehen, welchen Verlauf ich habe, aber ich kann hier zum Beispiel sehen, welche Frequenz ich hier eingestellt habe. Und dies, obwohl dieses Gerät ja sehr alt ist, noch erstaunlich genau. Das kann ich hier nicht sehen. Auch haben wir hier keine negative Spannung, wir haben hier also nur positive Spannung, was aber auch eine Verstärkerschaltung dann das Problem beseitigen könnte. Ansonsten für 1,50 ein interessantes Spielzeug mit Potenzial nach oben, wenn man denn selber noch aktiv werden kann. Ich habe mir jetzt die Fourier-Transformierte des Sinussignals mit einem Scope angeschaut, obwohl ein Scope sich denkbar dafür schlecht dafür eignet, die Spektraleinheit eines Sinus zu überprüfen. Wir haben hier einen Sinus von 600 Hertz, hier ist dieser Peak, das ist der Hauptpeak, die 600 Hertz, und wir haben hier viele Nebenpeaks, also das Vielfache davon, nehmen wir 1,2, 1,8, 2,4 und 3 Kilohertz, also das sind die unreinen Spektralanteile, und auch dieser Peak bei 600 ist nicht gerade, sondern eher so ein Berg, also das ist spricht eher dafür, dass das Signal nicht so gut ist. Im Vergleich dazu habe ich auch noch das gleiche Signal von einem Funktionengenerator. Ich habe mir das noch nicht angeschaut. Es kann sein, dass vom Funktionengenerator das gleiche rauskommt. Das ist auf Kanal Nummer 4. Das Scope braucht eine gewisse Zeit, um das Signal aufzunehmen. Wir haben jetzt 500 Millisekunden pro Division und das FFT mittelt immer über mehrere Signalverläufe, sodass wir dann nachher ein saubereres Signal hier bekommen, also dann durchmitteln wir so ein bisschen das Rauschen weg. Und schon jetzt sieht man doch, dass wir bei 600 Hertz keinen Berg mehr haben, sondern tatsächlich einen ziemlich scharfen Peak. Also ich finde, das sieht jetzt schon deutlich besser aus. Wir haben auch hier neben weitere Vielfache der Frequenz, also bei 1,2 kHz, bei 1,8 kHz, bei 2,4 interessanterweise so gut wie nichts, aber bei 3 wieder ein bisschen was. Aber die scheinen, ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, also die scheinen kleiner zu sein. Ich werde nachher von den beiden Funktionen mal einen Screenshot machen und den zeigen, wo man das vielleicht oder hoffentlich besser beurteilen kann, aber schon für mich sieht das dieses Signal einfach spektral reiner aus. Auch hier vorne hatten wir bei dem Signal aus der eBay-Platine hatten wir hier noch irgendwelche Peaks gehabt, die jetzt hier komplett verschwunden sind. Wir haben also einen scharfen Peak bei 600 Hertz. Also was ist die Schlussfolgerung? Das Signal eines Funktionengenerators ist reiner, also spektral reiner. Der Sinus ist reiner als hier bei dieser Platine. Da ist der Sinus doch abgezackt und man merkt es auch in der Fourier-transformierten Funktion. Nur so viel dazu. Also letztendlich ist es eher eine Spielerei, weil um diese Messungen durchzuführen, würde man eigentlich eher ein Spektrumanalysator benutzen oder ein Signalanalysator, weniger ein Spektrumanalysator, weil die sind eher für RF-Signale gedacht. Es gibt aber noch Signalanalysatoren, das sind also Geräte, die das Spektrum bei niederfrequenten Schwingungen wiedergeben können. So viel dazu. Falls euch diese Folge gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bye!